Und der Abgeordnete Kai Gottschalk. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, für das Zulassen. Ja, Frau Hagen, ich weiß nicht, Sie waren wahrscheinlich auch nicht in der Anhörung. Mein Kollege Stöber hat eben ja gesagt, wenn man vielleicht keine Ahnung hat, dann sollte man sich wenigstens einarbeiten. Erstens, das 9-Euro-Ticket, ja, brauchen Sie nicht zu lachen, ist befristet auf 3 Monate. Das heißt, Sie unterstellen wahrscheinlich, dass in 3 Monaten dann wieder alles in der Energiewelt und mit der Inflation in Ordnung sei. Zweitens, was Sie hier als Wohltat verkaufen, nämlich den Grundfreibetrag anzuheben, dazu sind Sie nach verfassungsgerichtlichem Urteil verpflichtet, nämlich das Existenzminimum freizustellen. Und alle, ich betone, alle Sachverständigen in der Anhörung haben ausdrücklich betont, dass diese Anhebung, die Sie jetzt angeblich großzügig vornehmen, jetzt schon nicht die erreichte Inflationsrate wird ausgleichen müssen. Das heißt, da werden Sie nachlegen müssen. Selbst der DGB hat gesagt in dieser Anhörung, dass Sie die Anhebung für nicht angemessen halten. Leben Sie da in einer Parallelwelt an dieser Stelle? Des Weiteren verschweigen Sie, dass Sie doch für die Energiekosten und den Anstieg verantwortlich sind. Sie reden von einer fossilen Inflation. Fahren Sie zum einen mal in die europäischen Nachbarländer und Sie haben wohl vergessen, dass Sie festgelegt haben, 25 Euro pro Tonne CO2 ab 21, 30 Euro pro CO2-Tonne an diesem Jahr, 35 Euro, 45 Euro und gar 55 Euro im Jahr 2025. Ihre Regierung und Ihre Politik sind die größten Preistreiber hier im Bereich der Energie. Das sollten Sie vielleicht den Menschen da oben mal sagen. Ganz zu schweigen von Ihrer Energiesteuer, ganz darauf zu schweigen, dass Sie Mehreinnahmen von mehr als 1 Milliarde Euro bei den gestiegenen Energiepreisen auf Sprit haben. Und dann noch zu sagen, dieser sogenannte Heizkostenzuschuss, das zeigt Ihre Ahnungslosigkeit, der soll den Menschen zugutekommen. Die pendeln. Das sagen Sie mal einem Rentner, der auf dem Land wohnt, der auch einkaufen muss. Also bitte, Sie leben wirklich in einer Parallelwelt und Ahnung haben Sie nicht. Tut mir leid.